Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Polybridge 2 mit dem Level Tiefflieger. Ja, wir müssen diesen Wagen oder diesen LKW auf die andere Seite bringen und vorher muss noch ein Flugzeug drüber passieren. Das heißt, wir können leider nichts von oben stabilisieren, müssen also von unten arbeiten. Und zwischen der letzten und dieser Aufnahmesession habe ich mir kurz Gedanken gemacht. Bei mir kommt das bekannt vor, dieses Level. Und ich meine, dass wir so ein ähnliches Level schon mal gelöst haben. Da habe ich dann sowohl mit Dreiecken als auch mit Draht oder Seilen gearbeitet. Und ich glaube, ich werde einen relativ ähnlichen Ansatz dieses Mal auch verfolgen. Dazu machen wir nächstes Mal wieder unsere Dreiecksgeschichte hier hin. Wir nehmen natürlich Stahl, weil Holz auf die Distanz bei dem schweren Kollegen sicherlich nicht das Beste sein wird. Und damit wir hier eben mit Draht agieren können, machen wir uns hier unten nochmal sowas hin und jetzt wird hier über Draht noch ein bisschen Stabilität gebracht. Weil ich glaube, so etwas in ähnlich habe ich auch schon gemacht. Ich weiß nicht, was für ein Level das war. Ich glaube, da habe ich es auch mit Holz gemacht, weil das Budget geringer war. Aber durch diese Drähte ging es ganz gut beim letzten Mal. Ja, wir starten mit relativ okayen Zahlen. 46% ist nicht ganz so schlecht. Die Frage ist, hält er auch die ganze Last aus, wenn der Koloss drüber fährt? Eieieiei, nein, tut er nicht. Schade. Wir kamen relativ weit, auch dann gibt die Straße auf. Vielleicht auch, weil das hier nicht ganz mittig ist. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Ob das mittig ist oder nicht. Wir haben noch 2000, das heißt, so viel Geld haben wir auch nicht mehr. Und vielleicht statt Kabel noch Seil nehmen, aber ich nehme an, dass Kabel einfach mehr aushalten, deswegen finde ich die Idee mit den Kabeln irgendwie besser als Seile zu nehmen. Das macht jetzt hier nicht so viel aus, gefühlt. So, die Zahlen steigen wieder sehr schnell, sehr rasant. Und dann lässt die zweite Straße wieder nach. Wenn wir hier... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, hier Zwischendraht reinzuziehen. Ich finde ehrlich gesagt die Idee, über den Eckpunkt zu kommen, schlauer. Aber wir gucken mal. Startwert ist gleich. Die Frage ist, was verhält sich jetzt anders, wenn der LKW drüber will? Natürlich wieder langsam fahren lassen, einfach nur um den Überblick zu haben. Und die steigt auch immer noch sehr schnell und verlagert das Problem wohl nur um eine Stelle. So dass ich hier mit diesen Eckpunkten eigentlich doch besser fahre. Vielleicht brauchen wir auch hier diese Verbindung nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Dreieck so alleine schon hält. Vielleicht hier noch Draht und hier noch Draht. Naja, immerhin, also die Startbelastung ist eigentlich immer relativ gleich bis jetzt. Immerhin eine Konstante haben wir bisher. Die Frage ist, was tut sich denn, wenn unser Freund drüber fährt? Oh, das hält sich sehr gut. Es hielt sich sehr lange sehr gut, doch jetzt steigt es natürlich, weil wir in die Mitte kommen. Bestes Ergebnis bisher. Bestes Ergebnis bisher. Wir haben noch knapp 2000 Dollar. Was kann ich mit 2000 Dollar machen, außer 5 Meter Kabel verziehen? Was genau das hier wäre. Also kriege ich das nur einmal hin. Gut, ich könnte es mit zweimal so machen. Zweimal Kabel. Hilft das was? Ich kann mir es nicht vorstellen, aber das ist dann budgettechnisch sehr gut ausgeplant. Ja.
Leider nicht. Er gibt die Straße immer noch nach. Wir haben das so ähnlich gelöst gehabt. Bin ich mir relativ sicher. Gut, es war ein anderes Auto und sicher, es war auch Holz, aber... Vielleicht sollten wir hier die kleiner machen? Ich weiß nicht, ob das so viel verändert. Also wahrscheinlich wird es viel ändern. Aber es gibt mir noch ein bisschen Geld, mit dem ich dann hantieren kann. Oh, es ändert ganz schön viel. Okay, also. Dann machen wir es anders. Wir machen die größer. Problem ist, es wird finanziell nicht drin sein, sie komplett runterzuziehen. Also machen wir einen Mittelweg. Zwischen der ursprünglichen Lösung und der weiten Lösung. Weil wir haben gesehen, als wir sie verringert haben, die Dreiecke, ist die Belastung direkt höher gewesen. Das reicht geldtechnisch nicht. Doch, reicht. Schauen wir mal, wie es so aussieht. Ja, wir haben jetzt eine 40-prozentige Belastung. Das ist okay. Wir haben 5% gewonnen. Die Frage ist, ob sich das jetzt hierauf auch auswirkt, wenn unser Laster drüber will. So ist es dramatischer. Wir kommen weiter, aber noch nicht bis ins Ziel. Wir schaffen es noch nicht ganz rüber. Ich glaube tatsächlich, wenn wir hier diese beiden Drahtdinger rausnehmen und das jetzt noch ein bisschen verweitern, größere Dreiecke machen, vielleicht kriegen wir es dadurch hin. Wir müssen einen Zwischenschritt gehen, sonst ist das finanziell nicht machbar. Nach oben. Ja, wir haben wieder ein paar Prozent gewonnen. Ist schon spannend. Und man sieht den Draht auch hier neben nicht mehr. Einfach nur für die Optik. So. Hältst du so besser? Weil viel mehr kann ich daran jetzt nicht ändern. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nichts einstürzen, bitte. Und dann haben wir das doch. Jawohl, ja. Interessant, was so ein Feld ausmachen kann. Wieder was gelernt. In den oberen 80%. Immerhin. Aber wie machen die das mit dem Geld? Die sind doch alle irre. Guckt euch das doch mal an. Hier nur mit ein bisschen Holz. Guckt euch das doch mal an. Belastung von 99,9%. Das sind doch wahnsinnige Menschen. Ich verstehe es nicht. Was? Das Loopings Rache? Willst du mich verarschen? Wieder Loop. Und wir müssen beide Checkpoints nehmen. Wir können ja nicht mehr irgendwie tricksen, weil er erst den... Ach, Mann. Okay, macht euch darauf gefasst, dass wir anscheinend jetzt eine Zeit lang Loopings bauen werden. Ich fange mal mit normaler Straße an, einfach weil, ja. Ich nicht weiß, ob oder ob nicht hier. Ob das reicht oder ob das nicht reichen wird. So. Das Problem ist, dadurch, dass wir hier ein Looping haben, kann ich hier nicht zumachen. Weil ich muss hier rum und es gibt ja keine dritte Ebene, in der ich planen kann. Ich kann ja nur hier 2D planen. Also kann ich die Tiefe nicht einkalkulieren. Also muss ich die Mitte auf jeden Fall leer lassen. Hier. Ich darf ihn also nicht überkreuzt bauen. So. Hier müssen wir die Landezone noch einrichten. Und jetzt müssen wir hier irgendwie so ein Looping fabrizieren, dass er hinkommt. Machen uns hier mal, setzen wir uns mal so 2 Ankerpunkte, von denen aus wir arbeiten können.
Ich glaube, dass wir hiermit ein Problem kriegen werden. Weil hier der Abstand zu gering ist. Also müssen wir gleich ein bisschen nach unten ziehen. Ich brauche ein bisschen Luft zum Atmen hier. Ich brauche ein bisschen Luft zum Atmen. So, damit können wir hier ein bisschen hantieren. Ich glaube aber auch, dass ich hier noch ein bisschen Platz brauche. Also ziehen wir dich auch mal ein bisschen zurück. Ja, wobei, eventuell so. Sordele. Jetzt muss er hier rüberkommen und hier muss er runterkommen. Das sieht so ganz okay aus. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich hier ein Looping gebaut? Oh, das sieht gut aus. Ein bisschen eiförmig, aber dieses Tool ist wirklich cool. So, 10.000 Dollar sind weg für ein paar Straßen. Jetzt heißt es nur noch, dieses Gebilde stabilisieren. Das kann ja nur lustig werden. So. Wir machen uns hier wieder einen neuen Ankerpunkt, weil sonst wird das nichts. Das ist schon mal relativ klar. Ich glaube, wir werden hier wieder mit Dreiecken arbeiten müssen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob und wenn ja, wo ich die Federn einsetzen will. Eventuell hier halt am Start und am Ziel. Ich weiß nicht, wie ich das mit 100.000 stemmen soll. Ich muss dieses ganze Gebilde in der Mitte halten. Also muss hier ein riesen Gerüst hingesetzt werden. Das aber gleichzeitig auch nicht einstürzt und zu schwer ist. Und dasselbe auch von der anderen Seite. Wie kommt man bitte auf so eine Idee? Welcher Wahnsinnige hat sich hier ausgetobt? Ich meine, ich kann sicherlich hier in der Mitte auch verbinden. Es ist ja eigentlich egal, wo ich die Verbindungen mache. Ist vielleicht sogar nicht schlauer, die Mitte zu nehmen, sondern dass ich jetzt hier irgendwie eine Art Netz spanne. Und versuche das dann irgendwie auf alle Seiten festzumachen. So, noch ein bisschen höher. Ach, der Kontakt reicht nicht. Schade. Was hier das Traurige ist, ich werde jetzt hier so viel verbauen am Material. Oh, das da oben ist gar nicht festgemacht. Nur um dann feststellen zu müssen, ja, das hält gar nicht, was ich da fabriziert habe. Und ich muss alles wieder wegmachen und von vorne anfangen. Ich glaube, wir müssen eine Unterstützung von unten bringen. Es sieht schön aus. Also wenn man blind ist. Wir machen es mal mit 20% und schauen uns langsam an, wie das einstürzt. Es hält sogar bisher. Es macht mir halt Angst, es hält. Wahrscheinlich wird es die Geschwindigkeit vom Auto nicht aushalten oder so, aber es sieht cool aus. Jein, nein, doch. Es hält. Es hält. Leute, es hält. Wenn jetzt noch die Landung hinhaut, ich habe noch nichts kaputt gehen sehen.
Halt's aus, Junge! Halt's aus! Es hält! Null, oder? Null Schaden! Ist es bestanden? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, das Loopings Rache! In den oberen 47%. Und wie kann man bitte das mit 12.000 wegmachen? Sensationell! Das große Netz in der Mitte, es hält! Ich bin so begeistert gerade. Ich bin so begeistert. Monster Truck Rally. Ach komm schon. Warum? Warum tut ihr mir das an? So, nach einem kurzen Cut wollen wir mal schauen, ob wir diese Monster Truck Rally hier beenden können. Und damit diese Welt. Ich glaube, 16 Level hat die Stille Oase, wie jeder andere auch. Also wir sehen, A fährt los. Das heißt, die fahren wahrscheinlich beide bis zu diesen Checkpoints, wo sie stoppen. Dann fährt B über beide Autos drüber. Und anschließend fahren die weiter. Ja, wieso nicht, würde ich sagen. Wir fangen an mit dem Klassiker. Die Straße. Wobei wir hier die Mitte nicht brauchen. Und schon ein Problem sehen. Wir machen das Auto füllen. Wir füllen das hier mit, weil dann ist der Abstand gleichmäßig. Und schon sieht das Ganze sauberer aus. Gut. Ja, dadurch, dass dieses Auto oder dieser Truck über die beiden anderen drüber fahren muss, muss das hier natürlich stabil sein. Und wenn ich von stabil rede, meine ich stabil. Das heißt, es kommen wieder Dreiecke ran. Wir versuchen es erstmal auf die Art und Weise. Sind die Abstände gleich groß? Ich glaube nicht. Ich kann das nicht 1:1 kopieren, oder? Doch, kann ich. Cool. Gut, dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Direkt. Vielleicht haben wir hier wirklich Glück und die letzten beiden Level dieser Welt lösen sich fast von alleine. Im besten Fall allerdings ein bisschen schneller. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon reicht. Das wäre zu einfach gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Fährt er wirklich einfach so drüber? Er versucht es wirklich, okay? Okay, alles klar. Er macht es wirklich. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dann würde ich sagen, ersetzen wir doch einfach hier alle paar Teile mal durch Federn, damit das eben nachgeben kann. Schade. Gut, hier nicht. Hier bleibt Stahl. Wie sieht's jetzt aus? Ist es jetzt besser? Es sieht nicht besser aus. Es ist ein bisschen schlechter geworden. Aber ich denke, dass das Grundprinzip hier mit den Dreiecken gar nicht so schlecht ist. Wir müssen jetzt nur rausfinden, wo wir dieses Stahl durch Federn ersetzen. Damit es stabiler ist. Oder wir machen die größer. Und schauen mal, was dann passiert. Und vielleicht noch die besseren Straßen nehmen. Schauen wir mal, ob wir ohne Federn auskommen. Was sagst du jetzt? Ja. Gut. Das weg. Das reicht vom Geld her nicht. Oh, ist das unfair. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, wenn das direkt hingehauen hätte. Jetzt müssen wir schauen, wo wir diese $1.400 einsparen können. Moment. Wenn man die günstigeren Straßen nimmt, habe ich gehört, spart man ein bisschen Geld ein. Komm schon. Wegen $6. Ist wirklich. Na komm, dann können wir die hier auch noch ersetzen. Ich guck mal, ob das schon reicht.
Wir werden sie hier drüben schon sehen. Ja, reicht gerade so. Okay. Fahr drüber. Komm schon, das hält. Perfekt. Optimal. Und jetzt müssen nur noch die beiden anderen ins Ziel kommen. Was kein Problem ist. Damit beenden wir diese Welt und, ich muss sagen, diese Episode durchaus erfolgreich mit dem Looping und hier der Monster Truck Rally. Ich habe ehrlich gesagt mehr Probleme erwartet, aber beende stille Oase. Hatte ich hier ein Level nicht perfekt? Ach ja, genau. Die beiden Level müssen noch nachgeholt werden. Ich glaube, das sind die einzigen. Nein, das hier auch noch. Also der erste Sprung sowie Lasterhang und Steine hüpfen müssen beide nochmal gemacht werden. In der nächsten Episode machen wir über den Sprung in die friedliche Schlucht mit dem Level grenzwertig. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Poly Bridge 2. Schönen Tag und auf Wiedersehen.